Wir sind hier, weil wir uns für Meinungsfreiheit, für Meinungsvielfalt und gegen die Aushöhlung unserer Grundrechte aussprechen. Wir sind hier, wir sind laut, weil man euch die Freiheit raubt. Wir protestieren weltweit. In losen Gemeinschaften, basisdemokratischen Gruppen, in Nachbarschaftsnetzwerken und globalen Bündnissen. Der Wunsch nach Freiheit eint uns lokal und weit über die nationalen Grenzen hinweg. Polizei und Politiker glauben, dass die Welt lebenswerter wird, wenn wir sie sicherer machen. Sicherer, das heißt hier mehr Überwachung. Mehr Videoüberwachung, mehr Personenkontrollen, aber vor allem mehr digitale Überwachung. Mehr Datensammlung, mehr Analysen, mehr Profilerstellung. Sie glauben, dass wenn sie verdächtige Muster filtern und verfolgen, wir Gefahren für unsere Gesellschaft schneller erkennen und abwenden können. Aber das ist nicht nur falsch, das ist auch gefährlich. Sie erkennen nicht, welche Gefahren erst durch die Überwachung geschaffen werden. Sie können oder sie wollen sie nicht sehen. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Daten klaut. So wie hier gehen momentan überall auf der Welt viele Menschen auf die Straße. Sie demonstrieren für ihr Recht auf Meinungsfreiheit und ihr Recht auf Privatsphäre. Denn Demokratie braucht uns, dich und mich. Und wir Menschen brauchen einen Rückzugsort, an dem wir weder den Augen des Staates noch einzelner Konzerne ausgesetzt sind. Ein Rückzugsort, an dem wir uns frei entfalten und unsere Gedanken schweifen lassen können. Wir wollen nicht mit ansehen, wie unsere Welt immer mehr von automatisierten Prozessen ausgewertet und bewertet wird. Wir wollen nicht Opfer anonymer Algorithmen sein, die unsere persönlichen E-Mail-Nachrichten auf Auffälligkeiten untersuchen und uns in verschiedene Gefahrenstufen einsortieren. Wir wollen nicht in einer Welt leben, in der jeder seine Handlung vorher überprüfen muss, ob sie nicht auffällig oder verdächtig sein könnten. Wir wollen in einer freien Welt leben. In einer Welt, in der den Menschen bekannt ist, was ihre Geheimdienste und Regierungen tun. In der Entscheidungen offen und transparent gefällt werden und die Freiheiten der Einzelnen nur in vorher abgesteckten Ausnahmefällen beschnitten werden. Dafür müssen wir etwas verändern. Wir müssen uns nicht nur gegen den Überwachungsterror auflehnen, sondern wir müssen auch Gegenmodelle entwickeln. Wir müssen das, was uns noch bleibt, nutzen, um nicht alles zu verlieren.